Diese Satellitenbilder sollen darauf hinweisen, dass Nordkorea einen Teil einer Raketentestanlage wieder aufbaut, die es nach dem ersten Gipfel von Machthaber Kim Jong-un mit US-Präsident Donald Trump im Juni vergangenen Jahres demontiert hatte. Dabei soll es sich um die Sohae-Testanlage für Langstreckenraketen handeln. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap und US-Experten berichteten am Dienstag, dass Arbeiten an der Anlage im Gange seien. Grundlage für diese Berichte waren auch Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes. Nach dem Scheitern des zweiten Gipfels von Trump und Kim in der vergangenen Woche hatten die USA mit neuen Sanktionen gedroht. Die US-Regierung wolle nach dem Treffen in Hanoi sehen, ob die Führung in Pjöngjang bereit sei, ihr Atomwaffenprogramm und alles, was damit verbunden ist, aufzugeben, sagte Trumps Sicherheitsberater John Bolton dem TV-Sender Fox Business Network. Wenn Nordkorea nicht dazu bereit sei, werde es keine Lockerung der Sanktionen, sondern womöglich eine weitere Verschärfung der Strafmaßnahmen geben. Trump und Kim hatten sich in Hanoi nicht auf eine atomare Abrüstung Nordkoreas einigen können.